einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und auch hallo, lieber Otter. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast einen angenehmen Abend und einen angenehmen Tag. Und aus irgendeinem Grund ist unser Topf despawned. Wieso ist da der Topf despawned? Der Topf ist auch despawned. Yay. Warum hier, despawnen hier Töpfe? Ist der Topf noch irgendwo? Haben wir hier irgendwo einen Topf in unserer super sauberen Küche? Nope. Der Topf ist weg. Alles klar. Dann bestellen wir uns mal einen großen Topf. Keks hat sich eine Stunde hingelegt und du sollst so lange auf mich aufpassen, damit ich nichts anstelle. Keine Ahnung, warum Keks sowas sagt. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen. So. Verdammt. Offensichtlich muss ich den Borscht hier nochmal komplett von vorne machen. Habe ich den hier? Nein, den habe ich nicht ausgewählt. Ich wüsste wirklich nicht, also warum man auf dich aufpassen soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Das funktioniert doch normalerweise ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. Zwiebel. Oha, ich werde mir jetzt Orangen. Eine Karotte. Und eine Petersilie. Ja. Liter Hühnerbouillon. Okay. Noch 850 Milliliter. Das Zeug ist alles leer. Und Chuchu, Godes. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Schön, dass ihr da seid. Das muss perfekt sein. Dann kommt da noch rein 20 Gramm Salz und 20 Gramm schwarzer Pfeffer. Salz. Schwarzer Pfeffer. Und das Ganze darf jetzt kochen. Eigentlich will ich, dass du weggehst. Was können wir noch vorbereiten? Das heißt, wie weit? Wir haben noch zwei Kartoffeln da. Ist das die? Ist das Borscht oder ist das Tomatensuppe? Verdammt. Ich hoffe, das ist Tomatensuppe. Ich vermute es mal. Wir haben ja noch ein bisschen vorbereitet. Da ist noch ein bisschen was drin. Das heißt, das bleibt da noch. Wir haben ja noch ein paar Zitronen vorbereitet. Wunderbar. Ach, für den Obstsalat brauchen wir den Kram. Das macht natürlich erstaunlich viel Sinn. So, Limettensaft, Minze, Zucker, Vanille.
Limettensaft sollten wir uns da mal kaufen. Minze getrocknet. Jawohl. Gewürze. Minze getrocknet. Zucker. Und Vanille. Die soll ich vielleicht mal darüber legen. Mal abgesehen von Ameisen, die mir um die Füße krabbeln, ist alles gut. Wieso hast du Ameisen? Da, wo du jetzt gerade bist. Vor allem, wo bist du, dass du Ameisen hast? Lauter Zeug zusammenschnibbeln. Ich glaube, der ist gut. Das Zeug sollte ich, glaube ich, mal kochen. Das machen wir dann mal in eine kleine Töpfe. 50 Milliliter Limettensaft. Gramm getrocknete Minze. Zehn Gramm Zucker. Zehn Gramm Vanillepulver. Ganze dann 40 Sekunden lang kochen lassen. So, was will der Gast jetzt? Gegrilltes Thunfischsteak und Schweinelende karamellisierte Blablabla. Haben wir hier noch ein Thunfischsteak? Ja, das ist fast noch warm. Was macht denn der Teller da drin? So. Schweinelinde haben wir da drüben doch auch, oder? Das ist ein Schweinekotelett. Verdammt. Ja, das gibt nicht die beste Wertung, aber das gibt eine Wertung. Ameisen habe ich nicht, nur streitende Vögel. Wobei, weil die sogar seit 5 Minuten ruhig sind. Skandal, direkt beide anzünden. Ach nee, beide Bäcker, an denen ich vorbeikam, hatten noch heute zu und ich hätte keinen Erdbeerkuchen bekommen. Ja, definitiv Skandal. Thunfischsteak würde ich auch nehmen. Jupp. Würde ich dir sogar geben. Du musst nur auf die andere Seite dieser Wand kommen. Jupp. Wie warm bist du? Ziemlich nicht. Das da. Bevor der ewig piept. So. Die Umsetzungszeit war super, der Geschmack war okay. Hätte ich das erwartet. So. Was denn noch? Steak mit Pommes. Alter, ihr seid mir ein bisschen zu stressig gerade. Ich brauche erstmal diese blöde Schweinelende. Das Salz soll nie damit drauf. So, der hält. Schweinelende. Würze mit Salz, Pfeffer, Schwarz. Ach, wir müssen es, glaube ich. Wir müssen es schneiden, wenn es fertig ist. So, Salz. Das ist der Zucker, da ist das Salz.
6 Gramm. Schwarzer Pfeffer. Pimentpulver. Da. Kreuzkümmelpulver. Da. Bekommt man bei so Spielen nicht ständig Hunger? Die letzten beiden Sessions waren irgendwie sehr hungrig ausgegangen, ja? Huch, ist doch gut. Die kann man noch essen. So. Das karamellisierte Gemüse. Rote Beete zerschnibbeln und Karotten zerschnibbeln. Ich brauche also eine Karotte und ein paar, eine rote Beete. Messer. Die Karotte will nicht. Alles brav einzeln einpflücken. Acht Sekunden braten. Fünf Gramm Rosmarin. Ups. Da ist mir der Teller wohl kaputt gegangen. So, Steak mit Pommes. Wir haben da noch Pommes übrig. Die sind mäßig warm. Na komm. Das war klar. Das muss ausreichen. Wie jetzt? Ich kann die ja nicht draufschmeißen. Ja. Ich wollte es ausmachen. Okay. Das war da aber auch nur den großen du bist schon ein bisschen über die Temperatur. Naja. So, 5 Stücke hat er gesagt. Das muss ausreichen. Hab einen Messerblock mit dir. Okay, it's magic. Ich weiß nicht wie, aber es ist Magie. Eindeutig. Ich habe den Teller unter den Pommes weggezogen.
So, karamellisiertes Gemüse, zack. Sie fanden es super. Jetzt müssen wir noch dieses komische Steak machen. Ach, sie wollen einen Borscht. Den kriegen sie sofort. Zack. Zack. Das Steak hat es natürlich eilig, deswegen mach was ganz nach hinten. Ich will ja sagen, immer wenn es hat, fällt einen kurzen, aber dann bin ich kurz dicht bevor der Keks in 24 Minuten weg soll. Ja, siehst du, dann kann Keks zumindest in Ruhe weiterschlafen. Weil du schläfst dann auch. So. Ab in die Pfanne. Da soll noch... Ne, das passt. Zack. Komm, hinter... an. Die Pommes haben wir jetzt ja schon aufgewärmt. Ach, ich brauche einen neuen Teller. Hier brauche ich nämlich einen größeren. Dann klauen wir die Pommes alle einzeln wieder raus. Die Dinger habe ich tatsächlich. Habe ich die Dinger schon fertig gemacht? Nein. Seite muss noch in Ruhe braten. Tomatensuppe. So, der Gast darf jetzt Glücksspieler sein. Aber das sieht doch eher Borscht aus. Entweder ist es Tomatensuppe oder ist es keine Tomatensuppe. Es war wohl keine Tomatensuppe. Ja, es fehlte ihm irgendwie alles, was in der Tomatensuppe war, aber die Technik war perfekt. Und die Temperatur war vielleicht nicht so optimal. So, dich hätte ich gerne richtig gewendet. Ich sollte auf eine Seite Marmelade schmieren, dann fällt es mir dieses richtig rum. Was willst denn du? Ah, gebratene Garnelen. Wunderbar. Da haben wir doch schon mal was vorbereitet. Haben wir hier auch Petersilienblätter drauf? Ich glaube nicht. Stornierte Bestellung. Dein Gast hat es gekriegt. Wie jetzt? Ich habe doch noch eine Minute Zeit, hast du mir gerade gesagt. Lachsteak. Entweder ich habe die Minute Zeit oder ich habe die Minute nicht Zeit. Oh, da ist der Rosmarin schon drauf.